Aber nicht so gerne mit dem Smartphone, das ist irgendwie total blöd. Also im Dann legen wir nochmal auf, oder was? Nein, ich muss das erstmal gucken, ob das überhaupt hier geht. Wir sind ja jetzt dran. Wo ist denn Andreas? Andreas war eben auch noch da. Er hat gebimmelt bei mir. Und ich dachte, ich hätte jetzt Andreas angemacht. Ach so. Und jetzt habe ich aber dich angemacht. Ich drücke mich immer falsch aus in dieser. Also, Filterraum, ich muss noch mal die richtige Sprache lernen. Oh. Andreas Peschka ist beigetreten. Wer ist das? Ja, dieses Beitreten ist ja, früher war ich da vorsichtiger. Trotz allem schon bei. Also jetzt trete ich dauernd bei. Das ist irgendwie so fast reflexartig. Wir sind schon am Aufzeichnen. Ah, roter Punkt. Das Genau. hieß früher auch mal was anderes. Es hieß Seit wann irgendwie so, oh zeichnest du Gott. denn auf? Ich zeichne auf seit 14:30 Uhr. Hallo. Seit 14:30 Uhr zeichnest du auf? Ja. Es wird im Breitbandformat und wird so irgendwie wie dieses Buch mit dem Spaß. Hallo Jutta. Hallo, hallo. Ich sehe dich gar nicht. Bei dir ist alles blau. Ja, ich habe ein Fenster. Ich habe gedacht, ich gönne euch mal einen angenehmeren Anblick als Ja, ich. Und habe dann mein so sonnenbeschienenes Eckfenster. schön. Aber es ja, ist so. Da ist der Mein ganze Schnee Kamera hängt weg. das nicht so gut. Was? Der ganze Schnee ist weg. Schnee ist weg, genau. Letztens war Letztens das hat man richtig noch Schnee. Schnee dekoriert. Und das sah total irre aus, wie der Schnee hier runterfegte. Ich bin mal eine Sekunde weg, kleinen Moment. Muss gerade mal, mein Mann ist gerade gekommen, für mich ja. Ja, Kunsttalk 15 oder was? Oh, jetzt kichert die wieder so. Was? Das ist die Birgit, wie wir sie kennen. Ach so, auf der Suche nach dem A priori. Genau, aber die kleine Birgit. Ja, sowieso. Ja, das A priori, ich dachte, da muss man nicht nach suchen, das überfällt einen einfach nicht mehr. Genau, das ist ja a Hinterrücks, posteriori. vorderrücks, Ja. a posteriori. Genau. Das ist Das etwas schwieriger, da sucht man ständig Schlüsselbund oder Feuerzeug oder die Packung Kakao, die man im Supermarkt ja doch eingepackt hatte, jedenfalls meinte man und so weiter. Genau, dann suchen und dann auch noch Wörter. Ah, Sag Bücher. mal, ja, gerne. Habe ich geschickt bekommen. Heute Hast du? so in diesem Umschlag. Hast du Weichzeichnen an, Birgit? Ja, sieht so aus. Soll ich das mal wegmachen? Ja, dann sieht man ja gar nicht was von dem Buchtitel und so. Da sah man gar nichts. Man sah nur Ach so, das habe ich nette gar nicht. Farbe. Oh. Oh, danke für den Oder Hinweis. besser gesagt, bunt. Ich bin heute nicht auf der technischen Du Seite. bist doof. Wer ist doof? Ja, jetzt und jetzt. Ah, Ah, aber es jetzt dauert die eine eine gute gute Geschichte. Geschichte. Aha. Ah, von Das Kleine Kötzing. kann man nicht lesen. Ein Gespräch über Wahrheit, Erfindung und Psychotherapie. Ist das wieder so eine Frauensache, so Gender? Nee, Dieser gar nicht. Kötzing, der ist das. Zwischen einem Literaten und einer Psychotherapeutin bzw. einer Psychoanalytikerin, Genau. die sich über ihren unterschiedlichen Wahrheitsbegriff austauschen in einem Gespräch. Also es geht immer so hin und her, ne? Ja, Ja, ich kann ich hatte, mal. der war mir noch kein Begriff. Doch, ich hatte mal eine ganz schlechte Buchkritik über ihn, glaube Ah ich. ja. Also irgendwie so. Ist das so ein Spanier? Nee, ne? Das weiß Dann ich ist das nicht. etwas anderes. Ich habe es Nein, mir Ja. nicht ist, mehr. glaube ich, in Südafrika geboren oder so und Ach, lebt jetzt der, nee, aber, das, glaube ja, ich, der, in doch. Australien oder irgendwo. Ja, doch, dann habe ich da sogar ein Buch von. Wer ist das?
Also das ist auch kein Roman, ne? Das ist wirklich ein Gespräch. Transkription praktisch. Ein Dialog. Nee, und dann aus dem Englischen übersetzt. Und bei der Übersetzung hat man sich auch von dem Singular und Plural im Verb dazu im Deutschen entschieden, alles ins Singular zu setzen und dann ins Männliche, obgleich sowohl Mann und Frau gemeint sind, aber man wollte den Text nicht überblähen, habe ich gerade eben gelesen. Hat die Übersetzerin geschrieben. Ich habe ein Eierlikör-Tage, ein Buch meiner Freundin, die ist 75 und drüber. Und ja, die kaputten habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Also, und die lebt noch, oder was? Lebt, und aber die kriegt mal so Bücher geschenkt. Und dann ist, hat sie herausgestellt, Eierlikör-Tage, das ist das Buch von irgendeinem 75-Jährigen, der seinen deprimierenden Alltag im Altenheim, also über 400 Seiten, aufgeschrieben hat. Und da sollte sie sich wohl auch nicht mit beschäftigen, weil sie auch so alt ist. Das fand sie dann gemein. Ich bin ein bisschen irritiert. Hat sie gesagt, ich könnte es haben. Also, Nichts, schon gut, alles klar. Na gut, ich habe in den Chat von dir, Birgit, noch mal so ein kleines Fundstück reingesetzt. Beim Twittern hatte ich irgendwann mal kurz formuliert, wie das, also irgendwie so eine Programmatik, das lief doch schon länger. Ich wollte diese Fetzen, die ich überall gestreut habe, mal zusammensuchen. Habe ich aber bisher jetzt noch nicht geschafft. Ja gut, okay. Also also ich habe hier schon mal, also mir ist so durch den Kopf gegangen vorhin, Birgit hatte mir erzählt von eurem Gespräch, Andreas, wo es wohl einerseits um das Spazieren ging, also bildlich gesprochen, so als Vorstellung für den Talk. Und Birgit war anders ausgerichtet, musst mir gerade mal helfen, wie deine... Kreisverkehr, ja, genau. Also genau, klar. Noch erklärungsbedürftig. Mhm. Und genau. Und dann hatten wir ja noch, dass ich so eingebracht hatte in dem Zweiergespräch mit Birgit, dass ich mir wünschen würde, dass zumindest wenn jemand ein Thema einbringt, dass er dann öfter, das muss nicht immer sein, aber tendenziell überwiegend, den einfach darstellt, aus welcher Situation. Ich glaube, das hast du auch schon mitbekommen, Andreas, gell? Mhm. Aber ich habe, glaube ich, darüber gesprochen. Als erstes fände ich nochmal ganz wichtig, dass wir jetzt einmal feststellen, sozusagen protokollarisch, wir sind also der Meinung, dass wir jetzt diesen Kunsttalk weiterführen wollen werden. Werden wollen. Das ist mir noch nicht, nee, das ist mir noch nicht so. Ist die Entscheidung gefallen, weil wir da jetzt schon so anfangen, darüber zu reden? Oder soll das jetzt erst am Ende des Gespräches rauskommen? Noch nicht mal das aus meiner Perspektive. Also ich habe so das Gefühl, ich lasse mir da auch Zeit. Ja, es drängt mich niemand. Und möchte einfach jetzt mal so die Sachen aufgreifen, die jetzt bei uns auftauchen und die wirklich mal gründlich behandeln. So, dass ich das Gefühl habe, ja, jetzt hat das irgendwie eine klarere Gestalt bekommen. Und wenn das jetzt, und das geht halt dann so mal ohne euch, da geht mir was durch den Kopf und dann mal wieder mit euch. Aber also ich habe jetzt nicht irgendwie, möchte mich nicht festlegen, ob ich weitermache. Und ich möchte mich auch gar nicht unter Druck setzen, heute dazu irgendwie jetzt schon zu einem Ergebnis zu kommen. Also letztendlich möchte ich spazieren gehen und dann mal durch den Kreisel durch. wenn ihr natürlich jetzt sagt, ihr macht das anders, ja, dann muss ich halt gucken, dann würde ich halt später eventuell einsteigen oder was weiß ich, ja, also ihr müsst euch da nicht angleichen. Ja, okay, aber das wollte ich nochmal am Anfang klären, so, weil es ist ja etwas andere Perspektive, ob man jetzt so reflektiert, guckt, Ideen sammelt, mögliche Konzepte
Bedürfnisse und so weiter anmeldet. Mhm. Und oder ob man sagt, also im Grunde, übernächste Woche sind wir schon wieder auf Sendung oder so. Und das fände ich ein bisschen zu schnellstarterig, weil das einfach dann darauf reagiert, dass sich da letzten Dienstag dann auch einige schon wieder zusammengefunden haben, was ich ja eigentlich ganz schön finde. Aber das würde bei mir auch, mir würde es auch so gehen, dass ich erstmal nochmal gucke, was kann entstehen. Und für mich ist auch wichtig, dass das eine experimentelle Form bleibt und dass es gleichzeitig trotzdem attraktiv bleibt und sowas. Ne? Genau. Ah ja, genau. Also eben, wir hatten ja auch noch, Birgit und ich, also dieses Stichwort Struktur, wo sie dann so gesagt hat, Struktur, bäh, ist konservatives Format. Ne? Und dann haben wir das so ein bisschen auseinandergenommen. Und ich glaube, sie kann jetzt zumindest entspannter darüber nochmal reden. Also das wäre schon so ein Thema, von mir aus ein Bedürfnis. Und ich würde auch von Andreas gerne nochmal hören, was du eben unter diesem Spazierengehen verstehst, was da so der Kern ist von dieser Vorstellung. Das ist halt jetzt bildlich, das ist schön, aber vielleicht einfach nochmal so ein bisschen deutlicher machen, was das eigentlich bedeutet. Und das muss ich übrigens ja gar nicht mit einer Struktur widersprechen, ne? Aber das setze ich jetzt mal in Klammern. Ich weiß auch noch gar nicht, welche. Also am Suchen, ja. Oh Gott, ich versuche da gerade hin, wieder zurückzufinden. Ich glaube, Birgit, das hatte ich, als wir über den Kreisverkehr sprachen, hatte ich das, glaube ich, irgendwie war mir das in den Kopf gekommen, ne, mit dem, was war das denn nochmal? Also allgemein Spaziergehen fällt mir natürlich viel, viel ein, also das Promenieren und das, ja, ach so. 366, ich weiß gar nicht, welche Nummer, die Nummer habe ich nicht behalten, aber das nicht das aktuelle, sondern das vorletzte Kunstforum hatte auch Maßgabe Spaziergang und hat das dann nochmal aufgerollt an Robert Walser mit seinem Spaziergang und der ja meint, dass man die wahre Kunst beim Spazierengehen, also beim sich bewegen, entstehen kann. Und der hat den Spaziergang als irgendwie ästhetisches Moment festgehalten. Soweit. Ich dachte, das wäre so rumgegangen, dass Andreas erst von seinem Spaziergang erzählt hat und du dann zu dem Kreisel kamst. War das nicht so? Wie das so ist, in auf jeden Fall eine Fantasie darüber, das bezog sich auch auf das jetzige Schreiben im Augenblick mit Birgit, dass, ich weiß nicht mehr, welcher Valerie, glaube ich, Paul Valerie, französischer Dings, der irgendwie so, dass in dem Moment, wo man sich bewegt, reist, auf den Horizont zugeht und so weiter, dass dann die Wirklichkeit entsteht. Das heißt, die Landschaft die liegt nicht vor. Ne? So, das finde ich, ist ja auch bei meinen kosmologischen Vorstellungen ein Topos, nicht? Dass also dass die Landschaft, die man hat, eben nicht existiert, bevor man eben sie betritt. Nicht? So, dass der Fluss sich an seiner Spitze, da wo er fließt, sozusagen in jedem Moment selber erfindet, irgendwie sowas. Und hatte ich gesagt, also um so einen Begriff davon, oder so eine Vorstellung davon zu beginnen, was dieses Reden eigentlich, dieses Sprechen und dieses Themen aneinanderreihen und so weiter, was das eigentlich macht, nicht so, und wieso das für mich eine Plastik ist und all diese ganzen Geschichten, die sind da mit drin. Also dass unsere
dass unser Austausch dann eben eine Kreation ist, die entsteht, sozusagen. Sowieso, ja? Echt genau. Das, und zwar nicht sozusagen eine Plastik, sondern sozusagen ein dynamisches Ding, nicht? Was also wie Wolken, wie Landschaften in der Geschichte, also ständigen Veränderungen unterliegen und wo man aber trotzdem sozusagen was manifest kriegt. Also zum Beispiel entstehen auf einmal mittendrin Sehenswürdigkeiten, wo man dann hingeht. Ne? So, das hat auch was wie dieses Second Life, ne? Wo auch irgendeiner kreiert innerhalb dieser Matrix Sehenswürdigkeiten, wo dann auf einmal Leute hinkommen, nicht? Und dann werden sie wieder abgeräumt, dann verleppern sich die Leute wieder. Irgendwie sowas. Also das jetzt nur sozusagen als formale, das ist noch nicht Struktur oder sowas, nicht? Sondern es ist einfach nur so Metaphern, über die ich da versuche, mir klar zu werden. Wenn wir mal den Bezug jetzt zu den vergangenen Kunsttalks ziehen, hast du da das Gefühl, dieses Moment, was du jetzt beschrieben hast, ist dort vorgekommen? Vielleicht hast du ein Beispiel, was dir gerade einfällt, wo es besonders deutlich war, oder anders gesagt, ist es dir zu kurz gekommen und du möchtest irgendwas einführen oder machen, dass das in Zukunft öfter vorkommt? Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das regelmäßig da war, sobald ich das Gefühl hatte, dass also die Gruppe in den Fluss kam, sozusagen, nicht? Also das, aber eigentlich immer, weil also es eben so dieses Gefühl als erstes, was da entsteht, ist schon was und unterliegt jetzt sozusagen der momentanen Gestaltung, so, ne? Wird also in dem Moment gemacht. Und da ist mir für mich eher so ein Punkt, das hatte ich ja auch gesagt, dass also bestimmte Stellen dann so vorbeihuschen, ne? Wo man dann eigentlich nochmal zurück möchte und die nochmal aufnehmen oder sich länger aufhalten. Egal wie, also man kann das ja dann analytisch machen, reflexiv, man kann da aber auch einfach nur drum rumkreisen, mit weiteren Ideen ansammeln oder so, aber dass solche Momente dass das so Picknicks geben kann oder ja, vielleicht also tatsächlich Kreisverkehre, wo man eben wie die Katze um den heißen Brei, das Auto um den Puck in der Mitte und so weiter, nicht? Also sich nochmal aufhalten. Ich habe das mit meinen Brüdern öfter gemacht, dass ich im Auto hatte ich drin, dann habe ich eben bei Kreisverkehren einfach nicht aufgehört, im Kreis zu fahren. Das hat vielleicht schon jeder gemacht, aber es ist total witzig, was das für eine Wirkung auf die Leute im Auto hat und sowas. Und dann habe ich jetzt gerade, also in Vorbereitung, habe ich dieses Buch mit dem unendlichen Spaß in die Hand genommen. Da war dann die Rede von einer Frau, Psychosis, die da sendet, die immer so Nachtsendungen macht. Und wie das beschrieben wird, das war dann auch total witzig, weil das also eben auch eben so ein Moment war. Nicht, aber das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Genau. Also das, aber gleichzeitig habe ich so das Bedürfnis, das Ganze als so ein Format zu begreifen, was man dann auch nach außen vertritt. So, ne, das gibt es dann auch dazu. Also so, das soll jetzt, also es gibt ja diese Laber-Podcasts, nicht, wo also der Gedankenfluss, der Fluss des Gespräches immer weiter treibt und irgendwann hat man das Ganze die Nacht gelabert, dann heißt es Nachtlabern. Ne? Mhm. So finde ich auch sehr attraktiv, aber da will ich mehr und da will ich mehr Nägel einschlagen sozusagen. So, das, ja. Aber dann brauchst du doch einen Hammer. Ein Hammer. Der Hammer Gottes irgendwie so. Boah. Oder wie heißt das, Zeus, genau. Wotan. Wenn du einen Hammer hast, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus, ne? Genau, deswegen Hände weg vom Hammer. Das ist auch eine Logik. Wobei, ich habe heute Schrauben vermieden. Watzlawick.
Watzlawick, glaube ich, ist es auch. Ja. Mhm. Unter anderem. Ja. Mhm. Wobei ich dann immer Aufklärungsbedarf habe, weil ich immer weniger merke, ich rekurriere immer weniger auf Theoretiker, so dass ich da also mich auch immer hilfloser fühle. Das weiß ich auch nicht, wie das kommt. Also in letzter Zeit wird es mir immer schwerer oder vielleicht wäre ich auch einfach fauler, dass ich das nicht nachlesen will. Also ich zehre von dem Fundus, den ich mir mal angeeignet habe, und irgendwie habe ich so das Gefühl, jetzt ist auch gut. Einerseits stimmt es ja nicht, weil ich im Augenblick mit großer Begier eben auch Bücher über Virologie lese und sowas. Ne? Also, ich wollte gerade sagen, ihr seid ja alle drei, seid ihr nah am Bücherrahmen lesen wie die Doofen, oder nicht? Nee. Also ich habe gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Das ist eben jetzt mit dem, dass ich irgendwie Internet rezipiere, auch wie ein Dover, ist eigentlich ganz... So, ganz 1500 Seiten. Ja, genau, damit kann man gut angeben. Ich habe meiner Tochter dieses Buch, Der Traum von der Wildnis, nicht Landschaft als Imagination, das ist so dick und das sind alles sozusagen so, ist alles dichtes, glattes Papier, eng bedruckt und mit Fotos. Ne? Das habe ich meiner Tochter mal gegeben. Das kann man sagen, Papa liest ganz schwere Bücher. Schwere Bücher, genau. Gut, aber wir wollen ja kein Format machen, das zu einem Kunstbuch führt. Nein. Genau, gut. Aber eigentlich ist es witzigerweise schon geklärt, dadurch, dass wir gar nicht ein Produkt etwas machen, was dann wohin führt, sondern das Produkt, also wir machen das Produkt sowieso. Ne? Und jetzt ist die Frage, welche Form geben wir ihm von Mal zu Mal oder insgesamt und sowas. Ne? Also, ich höre so ein bisschen, also irgendwas fehlt dir schon doch, also beziehungsweise du würdest das gerne noch ans Licht fördern, aber was das so ganz genau ist, kann ich noch nicht erkennen. Da ist irgendwas noch verdeckt. Kann man das so sagen? Ja, ich bin am Gucken, wie ich verschiedenste Impulse dann zu etwas zusammenbringen kann. Und ich habe gleichzeitig den Zweifel, dass ich das so in dieser Form planen kann, wie man das so auf so Planungsboards macht. Nicht? Also ich habe folgendes Interesse, das muss mit rein, das muss mit rein, das muss mit rein, weil damit würde ich im Grunde auf was hinauslaufen, was all diese klugen Köpfe sich da in ihren Redaktionsbüros weltweit sowieso schon ausdenken. Und so, keine Ahnung, ich habe auch so ein Gefühl, auf Ängstlichkeiten zu verzichten. Ich ärgere mich noch über die Fenster von Birgit, dass ich da, also ich hatte einen Moment, hatte ich also ein fürchterliches Ausschluss- und Einsamkeitserlebnis gegenüber einem dieser Fenster. Einmal habe ich dir ja auch dann gesagt, Birgit, nicht? Ich weiß, das vorletzte Mal oder so, war das dann irgendwann mal plötzlich zu viel. Aber das wäre eigentlich spannend, das als Formwirkung oder so zu sehen, nicht, dass man dann über so etwas redet, nicht? Oder nicht redet, sondern dass man das untersucht, ne? So. Und sagt, was ist das, wohin führt das? Also mein Name ist Michael und ich bin Alkoholiker. Genau. Er versetzt uns gerade in die anonymen Alkoholiker-Gruppe. In die Therapiegruppe. In die Therapiegruppe. Ich das Gespräch gerade so an wie so ein Therapiegespräch, so ein Gruppending, wo die Leute so sitzen und ja, was denkst du dir, was hast du dir denn dabei gedacht, Andreas? Und du dann so, ja, so in diesem weinerlichen Ton schon ein bisschen so. ja. Aber es liegt schon. Sachbezug habe ich schon aufgenommen, eigentlich, den setze ich schon voraus. Also da ist jetzt nicht so, dass ich zurückweichen will.
Aber inklusive dieses Sachbezugs rede ich eigentlich. Ja, ich auch mit Sachbezug muss man überlegen, was formal passiert. Hm? Ja, ich, also ich bin irgendwie noch ein bisschen fassungslos, weil ich gedacht habe, wir würden jetzt über die 1 bis 14 Kunsttalks sprechen, also über das Vergangene, das nochmal irgendwie wie zusammenfassen und dann überlegen, was war gut, was war nicht so gut, was können wir irgendwie, als Naomi sagte, das gestalten oder was können wir verändern oder wie könnten wir es verändern, wie könnten wir das Format, was ja auch Andreas gesagt hat, wie können wir das Format irgendwie vielleicht mehr klarer herausstellen oder ja, damit arbeiten. Und es ist dann irgendwie, wir fangen dann an mit irgendwie einer Landschaft, wobei ich gar nicht weiß, was das für eine Landschaft ist. Also ist das jetzt am Meer, in den Bergen, in Tokio, in Toronto, wer weiß wo, also welche Landschaft hat jeder Einzelne vor Augen. Und dann kommt mir das echt so vor, das habe ich heute erst entdeckt, bei Google kann man so Hintergründe wählen. Und die erste Kategorie ist Landschaft und die zweite Kategorie, weiß ich nicht, die dritte ist dann geometrische Formen, die vierte ist auch Kunst. Die haben wir uns angeschaut, also der Michael kann das bestätigen, da haben wir dann die Kunsthintergründe angeguckt. Das waren wilde, farbige, ich sage das ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, es waren wilde, farbige Klecksereien, da sind die Purings haben dann noch eine höhere Qualität als diese farbigen Klecksereien. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben, weil ich das so gesehen habe. Also das ist ja, der bietet ja diese Kategorien an. Also Google bietet diese Kategorien an. Und ich fand das spannend, dass die erste Kategorie Landschaft ist. Und dann, ich glaube, die vierte oder fünfte war dann schon Kunst. Und die letzte ist dann irgendwie Unterwasserwelt. Dazwischen gibt es auch noch Kategorien mit geometrischen Figuren, abstrakten Figuren und so weiter. Darauf wollte ich aber gar nicht eingehen. Ich wollte so sagen, bewegen wir uns jetzt in diesem Kanon von Google. Also die fangen auch mit der Landschaft an und haben dann irgendwie an fünfter Stelle Kunst und an letzter Stelle Unterwasserwelt. Oder nähern wir uns letztes Mal oder vorletztes Mal hat Naomi gesagt, ja, vom Subjekt, also das heißt von unserer, damit meine ich von unserer persönlichen, also personenbezogenen Perspektive oder wie nähern wir uns jetzt diesem an und was machen wir mit dem 1 bis 14 Kunsttalks, die es schon gegeben hat. Ich bin heute Nachmittag irgendwie flink auf die Idee gekommen und habe gedacht, hey, gibt es nicht so ein Programm, mit dem man so Videoinhalte analysieren kann, so klack, klack, klack. Und habe auch ein bisschen geguckt, aber das ist ja wirklich, im Marketing wird das anscheinend wirklich verwendet. Da werden Videos geclustert, also durchgescannt und geclustert und die analysiert man wohl. Aber ich bin da, es wäre für mich ein ganz neues Gebiet, also Videografik. Das also habe ich jetzt nur so aufgegriffen. Würde das Sinn machen? Was würde das überhaupt bringen, wenn wir diese 1 bis 14 Kunsttalks und die Cuts und so alles da durchsausen lassen würden? Was würde das denn am Ende bringen an Ergebnisse? Ich kenne mich mit solchen Programmen nicht aus. Nix. Nix? Wieso nix? Wieso nix? Weil die Substanz nicht da ist. Ja. Für diese Programme ist da die Substanz nicht da. Das ist so wie das, was du da von Google gesehen hast, nur auf der analytischen Seite. Ach so, okay. Also die, wer weiß, was da deren Algorithmen da, wie die gemacht also worden sind. Für was Unterscheidungsmerkmale. Ne? Also es gibt nach Attributen, sonst was. Und dann wird dann halt irgendwann Frau mit Brille, Mann mit Brille. Noch Mann mit Brille. Mann mit Brille dann, und ja. Zahnbürste. Dann alter Mann, auch alter Mann, alte Frau. Was weiß ich was, welche Kategorien. Dann Bewegung, gibt es Streit, dann gibt es Dissens, kann man irgendwie an den Stimmen, ne? Dann könnte man Stimmanalyse machen, klingt jetzt jemand so mehr so weinerlich oder klingt jemand aggressiv oder was weiß ich, das kannst du alles unterscheiden, aber ansonsten, was soll das unterscheiden können? Das also es geht vor allem um Wiederfindbarkeit, nicht? So und ganz krasse, schroffe, so wie du, wenn du mit einem Autisten arbeitest. Nein, aber man kann doch, Mensch.
Ja, aber man kann doch, man könnte doch, man könnte doch, man könnte das doch auch noch nicht auswerten, wie oft welche Begriffe verwendet worden sind. Ja, das ist einfach eine semantisch. Das gab es schon auch eine starke Bewegung in so 2008, 2009, was mit dem semantischen Web war. Das ist dann aber auch wieder irgendwie mit den Erwartungen, ein bisschen enttäuschte Erwartungen, ne? Weil halt, ich habe da mit dem Marc Lamberts und dem Christoph Kappes einen interessanten Talk aufgenommen, den habe ich auch initiiert, und da ging es um Kybernetik und Rechtssystem. Also diese Bemühungen mit computergestützten Analyse-Tools rechtliche Problemstellungen zumindest unterstützend zu bearbeiten und so. Dann bist du da bei der Komplexität der Sprache und was weiß ich was. Also ich habe einen Marker, woran ich sehe, wie weit die KI ist. Und das ist, wenn du Google-Übersetzer benutzt. Daran kannst du sehen, wie weit die wirklich in der Gebrauchswelt auch. Also wenn das wirklich da ist, dann wirst du das auch sehen. An den Google-Übersetzer. Dann wird er nicht mehr diesen Spott produzieren, den er jetzt noch produziert. Okay, also ist dieser Weg indiskutabel? Da können wir nicht weitermachen. Nee. Da müssen wir also aus uns heraus schöpfen und mit den Quellen. Da sind wir lange tot, bis wir das benutzen können. Okay. Und dann kann ich noch mal kurz sagen, weswegen ich eben so mit den Metaphern gearbeitet habe. Das war jetzt keineswegs in Richtung Selbsthilfegruppe, sondern ich finde das für mich das meistens ein kreativer Anfang, nicht? Wenn man also bestimmten Metaphern anfängt zu strukturieren. Aber das muss ja nicht sein. Und ich war auch nicht auf Rückblick gepolt, sondern eben auf Vorblick. Das war ja so, was soll denn kommen? Und aber wir können das Zurückgebliebene auch irgendwie schon gefasst haben. Ja, und genau. Sagen, wie es weitergehen soll, musst du ja auch schon wissen, wo bist du jetzt und wie bist du da hingekommen, ne? Um dann zum Beispiel irgendwas zu vermeiden oder irgendwas weiter auszubauen, musst du ja schon das Vergangene dann auch analytisch irgendwie erfasst haben. Und halt nicht nur in deinem Kopf, sondern dann intersubjektiv. Ne? Das ist ja das Problem. Ich meine, jeder kann sich ja seine Gedanken machen. Jutta hat gesagt, natürlich macht sie sich seine Gedanken. Und das ist ja auch schön zu hören von der Jutta. Ich tue jetzt mal so, ja, im provokanten Spiel. Es ist ja schön von der Jutta zu hören, dass sie sich auch Gedanken macht, ohne dass sie in einem Kunsttalk ist. Ne? Und dass sie sich auch mal, dass sie sich da nicht dran gebunden fühlt. Gong, alle wachen so auf. Genau. Also das ist also ohne wie der Pavlovsche Reflex so einen Gong braucht, um sich Gedanken zu machen, sondern dass sie einfach frei ist. Und sie würde sich sogar frei fühlen, obwohl es einen festen Termin gibt bei Kunsttalk oder gab, zum Beispiel auch einfach nicht zu erscheinen. Ist ja auch kein Drama, ne? Das ist ja dann, genauso kann die Birgit sagen, sie bleibt jetzt, sie muss jetzt kochen. Sie hat jetzt groß Kochprojekt am Dienstagabend. Tut mir leid, Leute, ne? Macht ihr mal da euren Kunsttalk. Ich meine, wer soll... hinterher an, ist immer hübsch. Wer sollte da einen Anspruch stellen? Nix, Birgit, du bist jetzt hier, du musst jetzt kommen. Also, wie soll ich sagen? Ich merke, ich bin also meinem Hauptinteresse, das passt jetzt gar nicht zu dem, was du gesagt hast. Es hat mir jetzt Gelegenheit gegeben, ja, zu denken, genau. Unabhängig. Ja. Abweichend. Ja. Also so, für mich war und ist immer noch, aber war besonders am Anfang so ganz stark eine Motivation für den Kunsttalk, für mich irgendwie klarer zu kriegen, was ist dieser offizielle Kunstbegriff, was ist da in der Geschichte gelaufen, wie stehe ich dazu. Genau das Gegenteil hast du am Anfang gesagt. Genau das hast du im ersten oder zweiten Kunsttalk genau das Gegenteil am Anfang gesagt, wo es darum ging, um die Frage, was das sein soll, was ihr da vorhabt.
hast gesagt, nee, du willst nicht, dass da so kategorial irgendwie Schubladen, was ist das und Ja, das so, ist so richtig. analytisch. Und Das die ist erste richtig. Intention war ja auch, die ist noch gar nicht zur Sprache gekommen jetzt, die fand ich eigentlich die interessanteste. Auch in der Proklamation von dem auf Twitter war die Idee des Zusammenseins. Da seid ihr jetzt völlig weg irgendwie von, ne? Von dem Aspekt. Aber du willst jetzt Klarheit für dich, also irgendwie Nee, 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 sortieren, nee, nee, das habe ich nicht Struktur. gesagt. Moment. Ja, das stimmt schon, das geht schon ein bisschen in die Richtung. Aber Ja. nee, also ich war jetzt wirklich am Lautdenken einfach mal, ja. Ja. So, also ich mache jetzt mal da weiter, wo ich aufgehört habe, mich auch mit zum Beispiel mit dem Günther Lierschoff zu reiben, an diesen hehren Idealen, die er so mehr oder weniger aggressiv vertritt, ja, in meiner Wahrnehmung. Ja, Ich genau, habe in ja deiner nur Wahrnehmung. meine Wahrnehmung. Genau. Das ist mein Prozess, ne? Ja. Und da habe ich mich jetzt, also ich kann einfach konstatieren, ich habe mich da entwickelt in dieser Zeit. Also ich bin immer wieder an solche Punkte gekommen, die jetzt für mich da relevant waren und bin da ein ganzes Stück weiter, als ich war, als am Anfang. Ja. Wo ich da jetzt so genau stehe, das kann ich ganz schwer formulieren. Ich merke nur, ich bin da ein ganzes Stück weiter, auch im Hinblick drauf, wo ich weiß, da will ich noch weiter forschen oder weiter suchen. Das ist klarer geworden, ja. Und das finde ich schon mal ein tolles Ergebnis. Ja, jetzt ist es aber eben nur so, dass eben so dieser, also es war fast ein Leidensdruck, würde ich mal sagen, mit dem ich da angetreten bin. Und dieser Druck ist eigentlich gesunken, ja, das finde ich sehr schön. Aber gleichzeitig damit dann halt auch die Motivation in der Form jetzt weiterzumachen, wie es bisher gelaufen ist. Das heißt, das ist schon so, also ich wünsche mir keine, das ist falsch, hast, glaube ich, falsch verstanden, ne? Michael. Also ich wünsche mir nicht jetzt so ein klares Programm. Das Nee, war nee, mein. nee, Klarheit, also die, aus der subjektiven. Also ich gehe ja grundsätzlich davon aus, dass es nichts anderes gibt als unsere subjektive. Ne? Ja, Wir können korrekt. uns darüber austauschen, über unsere subjektiven. Also wir können versuchen, das in Sprache oder in Bilder oder in Ton und was weiß ich was zu formen irgendwie, aber wir sind eingeschlossen. Ne? Ja, ich hatte jetzt gerade Eingeschlossen. mit Birgit, also während du geredet hast, Jutta kam, fand ich diesen Sprung weitergekommen zu sein. Den habe ich nämlich auch, ne, dass also dieses Zusammensein einfach so, nicht also Hauptsache die Teekanne dampft, ist nicht mehr so im Vordergrund. Aber das Zusammensein haben wir, finde ich, erstens erreicht und zweitens entwickelt. Nicht? Und das könnte man, also ich habe ja so ein paar Inhaltsverzeichnisse tatsächlich hingekriegt und ich fand das im Nachhinein wunderbar, dieses Nachgehen, was passiert da, was folgt aufeinander. Das haben wir auch schon öfter festgestellt, dass das reichhaltig ist, aber ich finde auch, dass das strukturell interessanter ist. Und aber genau eine Sache, die Platschenka, die uns von Anfang an verfolgt, je näher man an einer Sache ist, also in dem Fall an einem Bild oder an einem Produkt oder an einem Vorgang oder an einem so und sich darauf einlässt und nicht irgendwie so schrotflintenmäßig so rüberstäubt, was man so weiß, sondern so tatsächlich erstmal hinguckt und dann nach und nach hebt jeder so Ebenen ab und Genau. Ja, man ja, trägt Beispiele heran und die werden auch bedächtig erläutert oder eben man kann natürlich auch, ich kann es auch toll finden, zu albern oder so. Und das finde ich
gehört in diese neue Verfassung rein. Und was mir gefehlt hat, das ist dieser Zukunftsbezug, den ich am Anfang auch schon immer wieder proklamiert habe. Das heißt, eigentlich gar nicht so sehr Zukunftsbezug, sondern das, was bedrängt uns, die Entwicklungsaufgabe von Künstlern, die auf einmal von Milliarden Bildern umgeben sind, während sie sonst sozusagen so die Spezialisten dafür waren, nicht? Also entsprechende Bildnisse, Kunstwerke, diese ganze Kunstdiskussion zu betreiben. Auf einmal liegt das in irgendeiner komischen Weise in Händen aller des Marktes. Und was soll man denn jetzt da noch, nicht? Also diese Entwicklungsaufgabe empfinde ich sehr spannend. Und die unter global sich radikal ändernden Verhältnissen, das ist auch ein Zukunftsbezug, den ich sehr spannend finde und wovon also Corona ja nur so ein Abglanz ist, aber also ganz viele Bezugspunkte. Wir hatten es, glaube ich, kurz drin, mit dieser Frau, die ihr Erbgut in ein Hunde-Ei gebracht hat, was, nachdem ich jetzt über Virologie weiß, völlig Banane ist, weil die Viren das dauernd machen. Also ist überhaupt nicht irgendwie was super Spannendes. Es ist nur, hat sie sozusagen Methodiken übernommen. Aber es ist natürlich, hat vorher noch keiner gemacht. Und so, aber das sind Geschichten, die für mich auch interessant sind. Und wo dann die Frage, ja, was hat das jetzt mit dem Kunstgeschehen zu tun, dann in zweiter Linie vielleicht auch mal auftauchen kann. Aber das hatte ich ja auch schon mehrmals gesagt, die Diskussion, was ist Kunst, ist für mich eigentlich nicht mehr relevant, außer was für eine Kunst, was will ich gerade für eine Kunst machen? Also mein Beitrag generiert der etwas, von dem ich jetzt behaupte, der Kunstbegriff hat, ich verändere damit den Kunstbegriff oder irgendwie sowas und mache das einfach mal anders oder so. Das sind so Geschichten, wobei bei der Flut von Ansätzen, die es im Augenblick gibt, ist auch das wieder wie das erste Thema, es gibt Millionen davon und wie gehe ich damit um, nicht? Das, wenn ich also Geopoet, als ich dann ins Internet ging und dann habe ich den Fehler gemacht, sofort Geopoet zu googeln, ne? Und dann so, buff, ey, unter 7 Milliarden gab es doch einige davon und dann hatte ich auf einmal Not, nicht? Und das hat sich aber wieder gelegt. Aber nur so als Beispiel, genau. So, das sind Sachen, die, und dann finde ich unter 4.4.0 diese Geschichte mit dem Format. Kreieren wir damit eigentlich ein Format? Ist das wichtig? Wenn nicht oder wenn doch, was für eine Art von außen? Das ist eben, das haben wir bisher haben wir fast gar nicht gemacht. Birgit hatte es teilweise im Blick, diese Außenwirkung, nicht? Also was wollen wir wem da auf die Brust setzen, nicht? Also Billardstock oder Knarre oder Zuckerwatte, keine Ahnung. Ja, und dann ist es ja auch wirklich so, das war, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal, da hat Naomi dann auch gesagt, das würde sie gar nicht interessieren. Da war ich erstmal so ein bisschen geschockt, aber dann habe ich gedacht, ah ja, das ist ja okay. Ich habe nur irgendwie so gedacht, weil ich ja auch diesen YouTube-Kanal dann eingerichtet habe, ne, das hätte ich vorher gar nicht gemacht, also es war mein Mehr, was ich mehr gemacht habe, also ich bin jetzt auf YouTube mit so einem Kanal. Und finde das eigentlich auch ganz spannend, aber ich merke auch selber an meinem Verhalten an YouTube, dass wenn mir was bekannt ist, ich da ganz schnell drüber wische. Also, ach, das sind die, ach, das sind die, ach, das sind die. Und dann habe ich ja angefangen, irgendwie auch so eine, wie nennt man das denn, so eine Chatliste da anzulegen, also so eine Liste anzulegen und das einfach auch zu sammeln und zu gucken, was klicke ich da eigentlich immer an und was ordne ich so zu. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass es halt so manche abonniert man ja auch, manche werden dann auch immer einem so zugespült durch YouTube. Dann habe ich angefangen, YouTube immer ganz nach unten zu scrollen. Also was haben die als letzte Ergebnisse mir anzubieten, was am allerwenigsten mit dem überhaupt noch zu tun hat.
Das fand ich ganz spannend, und aber dann überspringt man ja vom Anfang, also man nimmt dann den Anfang und das Ende und was alles dazwischen ist, guckt man sich wie gar nicht an. Und ich habe ich auch gedacht, ich glaube nicht, dass man das vermeiden kann, dass man dass dann gesagt wird, ach, das sind die schon wieder und, ne, und die reden da irgendwas und dann hört man rein. Wir haben so eine durchschnittliche, ich habe das mal an der Statistik angeschaut, eine durchschnittliche Verweildauer von circa 10 Minuten bei diesen 1 Stunde, auch 1,5 Stunden, sind immer so circa 10 Minuten, mehr ist das nicht. Jetzt weiß ich auch nicht, der Michael nickt so, ob das immer so ist bei YouTube, das weiß ich nicht, die können das ja auch so standardisiert haben, dass sie einem das immer so nee, das ist schon, also werten sie schon aus. Ja, das hat schon irgendeinen Bezug, auch einen Realbezug, aber aber Durchschnitt heißt ja, dass du dann mal hörst das Ganze an, ne? Also heute habe ich dieses Hölderlin-Hörspiel ganz angehört, ne? Ja, weil ich dabei gearbeitet habe. Ja. Und ich hatte hier ein Ohr offen, ne? Ja. Habe ich sozusagen Multitasking gemacht, also hier und so weiter. Und so und mal ist das aber so, dass ich so durchgehe. Und was mir so leid tut, eben, es gibt ja eine ganze Reihe interessante und liebenswerte Leute, die wir ja kennen und die dann eben auch darunter fallen, dass ich die Zeit gar nicht aufbringe, zu entdecken und gleichzeitig nachzuvollziehen, was meine Freunde machen. Ne? Ja. So, das ist auch so ein Punkt. Ja. Und von daher wird man so bescheiden. Und ich weiß nicht, irgendjemand hat wohl seinen Journalisten, Schülern oder Praktikanten und so gesagt, sie sollten so arbeiten, als würde die Welt das lesen, aber sich bewusst sein, dass das also sozusagen nur ein ganz kleiner Teil von den Abonnenten wahrnimmt und dass es dann sowieso dann den nächsten Tag auch schon weg ist. Ne? So. Und, aber wenn es 5 Leute sind, die das gerne gucken, dann würde ich vielleicht jetzt marketingtechnisch mit PR und Erfolgsaussichtenmessung und sonst was Quote, ist das natürlich völlig irrelevant. Aber wenn du weißt, dass nur ein Mensch da, also der da was total vereinsamt ist zum Beispiel, ne? Und der sich dann irgendwie so solche Leute raussucht, die er regelmäßig guckt, ne? Dann ist das doch schon fast wie, ja, wenn du in der Nachbarschaft irgendwelchen Leuten hilfst einfach. Da hilfst du ja auch nicht der ganzen Welt, sondern du hilfst einfach dieser Nachbarin, die nicht mehr raus kann oder was weiß ich, die nicht einkaufen darf oder was, weiß der Geier was, ne? Da würdest du da auch keine Quoten zu machen. Also mit diesem sozialen Anspruch, ne? So ein bisschen wie so ein Sozialarbeiter, aber ohne jetzt mit einem riesen PR-Erfolg und Millionen Leute haben dein Video angeklickt und die ganz in den Tagesthemen wirst du thematisiert. Na, man bildet Netzwerke. Ich muss sagen, meine Tochter ist genau in der Situation, dass sie über Facebook vor allen Dingen sich mit diesen verschiedenen Theatern und deren Facebook-Äußerungen quer schließt, aber es dazu bringt, dass die sich mit ihr wirklich mehr und mehr ins Benehmen setzen und sie auch treffen und ihr Ratschläge geben und so weiter, also persönlich involvieren. Genau, und, da geht es nicht um Quote. Das ist unglaublich. Ja, da geht es auch nicht um Quote. Ne? Ist einerseits ist auch gespenstisch, weil darüber vernachlässigt sie teilweise, sie sagt, es ändert sich teilweise eben ihre so Real-Life-Kontakte, die aber eben für behindertes Kind extrem schwierig sind, weil die sind sind einsam, nicht? Oder eben auf andere Behinderte verwiesen. Ich glaube, da kennt Jutta die Diskussion mit Real-Life und Second-Life, also das hängt mir ja schon so, ich kann es gar nicht mehr hören. Was ist real und was ist second? Also für mich war Second Life immer real life auch. Ja, aber wer holt mich ab und gibt mir Einkaufen? Ja. So, ja, und das sind eben aber erstens nicht die und zweitens sonst keine. Und das ist so ein Punkt. Ne? Ja, aber das von daher ist es jetzt nicht irgendwie so eine theoretische Diskussion, sondern da geht es drüber nicht. Ich bin da guter Hoffnung. Also ich glaube, da entsteht viel Reife bei ihr, auch übers Netz. Das finde ich auch sehr interessant. Und
Eben diesen Aspekt sehe ich auch, fühle ich auch ganz deutlich. Ja, genau, das, also es geht nicht, brauche ich ausführen. Ja, der Punkt wäre jetzt eigentlich nur, inwieweit ist für euch die Quote relevant? Mhm. Ja? Also wie gesagt, ich blende das vollkommen aus. Ja, ich auch. Also wenn ich mich selber beobachte, wie ich mit dieser ganzen Medienlandschaft und Vielfalt umgehe und wie sich auch meine Erwartungen verändert haben und auch meine Zufriedenheit auf der anderen Seite. Also es gibt schon Phasen, wo ich denke, oh Scheiße, es ist alles wieder so verzisselt und verzusselt. Aber überwiegend kann ich damit jetzt gut umgehen, auch wenn das meilenweit von so einem Ideal, was ich wahrscheinlich halt aus früheren Zeiten noch habe, als es das noch alles gar nicht gab, noch mit rumschleppe. Ne? Also so ein Ideal. Also ich, jetzt mal Beispiel, ne? Ich gucke ganz selten mal auf die Tweets, die du machst, Michael. Ich gucke so gut wie gar nicht auf die WordPress-Seite, die du machst und wo du mich schon 10-mal eingeladen hast, Birgit. Ne? Ich gucke nicht darauf, ja. Ich gucke nicht darauf, was der Andreas postet. Ganz, die ganz Agenda klar. Von ihm hast du auch nicht gelesen. Ja. 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 Genau. Dann war ich gestern mal wieder mit dem Klaus Kusanowski und der Bande da, da bist du ja dann dazugekommen, Birgit, ne? Deswegen hat er auch gesagt, ich kann nicht gestern. Mhm. Und du hast jetzt deine Schafsache da wieder reingebracht, ne? Das ist jetzt für mich so aus so einer ganz anderen Ecke, wo ich jetzt erstmal denke, jetzt kommt das da auch wieder und das war doch schon in Bildbetrachtung und da und da. Und in Denkalarm bin ich ganz, ganz selten mal, ne? In Bildbetrachtung bin ich auch selten. Dann habt ihr jetzt da was angefangen zusammenzuklückeln, Andreas und Birgit auf WordPress, ne? Habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ich weiß nur. Ja, das kann ich vielleicht kurz erläutern. Also ich habe da ja nur... Einen kleinen Moment. Sorry. Ja. Ich will dann auch vorher kurz. Ich will jetzt einfach nur mal sagen. Ich darf. Dann hat mir der Kodomo hat mir jetzt schon vor 2 Wochen oder was nochmal ein Musikstück geschickt, was ich noch nicht angehört habe und hat mir jetzt hat noch mal nachgeladen voller Begeisterung und also das ist zum Beispiel, wenn jetzt was im Privatchat bei mir ankommt, da habe ich mich eigentlich immer dran gehalten, das dann wirklich relativ zügig mich damit zu befassen und das zu beantworten und selbst das habe ich jetzt nicht mehr gemacht, ja. Ja. Also ich beobachte mich so selber dabei, ja. Mhm. Und dafür habe ich andere Dinge gemacht. Also ich habe mich jetzt unglaublich viel mit diesem ganzen Corona-Kram beschäftigt, auf verschiedenen Ebenen, also auch über die ganze, Politik. KenFM, du hast halt KenFM geguckt. Philosophie, ich habe KenFM geguckt, ich habe so jung geguckt bis zum Erbrechen. Ich habe alle möglichen Quellen da aufgetan und gemacht und getan und meine Wissenslücken versucht zu stopfen, wie es nur irgendwie geht, ja. Und habe gepurt, damit es mir gut geht, ja, und bin rausgegangen. Ja, und dann war der Tag rum. Ja. Und ich sage euch das jetzt mal so ein bisschen auch, um mich zu entlasten in gewisser Weise, ne? Aber auch jetzt in dem Kontext von unserem Kunsttalk, gleichermaßen habe ich da überhaupt keine Erwartung, dass da jetzt Leute das abonnieren und dann bei der Stange bleiben und von A bis Z gucken und die Erwartungen an uns haben, die ich dann auch noch erfüllen müsste. Um Gottes Willen, nein. Ich vertraue darauf, dass es den anderen genauso geht wie mir immer wieder, ne? Dass ich da halt so durchstrehle und irgendwas Tolles, Neues entdecke und denke, super, toll. Und am nächsten Tag habe ich es wieder vergessen. Und in 2 Jahren fällt es mir wieder ein. Und dann denke ich, wo war denn das jetzt? Ja? Und dann fange ich an zu suchen. Und dann habe ich es auf einmal wieder und freue mich total. Ne? Also ich glaube,
anders, also ich will es nicht anders machen. Ich will es definitiv nicht anders machen. Also ich, aber, könnte, ich könnte, hoffe, ich lässt mich du einmal noch vor. Also müsste du mich hast, zwingen, ja, ja. Ne? Ich müsste ich, mich. So, jetzt bin ich still. Ja, okay. Also trotzdem, dass so ist und wenn nur einer zuhört oder ich habe gesagt, ich trete für die Garderobenfrau aus. Nicht? Das heißt also, ich will das machen, was ich mache und das ist sozusagen eine Sache. Nicht? Das ist etwas Wichtiges. Das ist also nicht irgendwie eine Entdeckung, die ich in der Ecke habe, sondern das wird eingebunden in meine künstlerische Entwicklung. Und ohne das bin ich eigentlich nicht da, sozusagen. Nicht? Das ist also, und deswegen, jetzt auf das, was Birgit und ich zusammen machen, das ist sozusagen im Fluge entstanden, plötzlich war es da, nicht? Und haben wir beide super. Irgendwie, ja. Dann, aber jetzt ist es für mich ein Projekt. Es ist, wird mit vollem Ernst nicht, gearbeitet als ein kooperatives Projekt mit einem Forschungsimpetus, nicht? Der von Birgit eher wissenschaftlich und von mir eher künstlerisch, wobei Birgit ja inzwischen auch die Seiten wechselt und ich eher auf die anderen Seiten auch nicht unbeleckt bin. Aber das finde ich wichtig. Also der Kunsttalk ist für mich dadurch wichtig, dass er mehr ist als das, was also all diese diese Nachtlaberer sozusagen eben als machen, sondern es ist schon ein Ding, wo ich mich frage. Das ist ein Inkubator. Ist ein, ja, ein Inkubator, etwas, was wo man so wie bei Solaris würde mich also zum Beispiel sehen oder was sind Horizonte, die Frage und so etwas. Was passiert da? Formal, in welche Richtung würde ich gerne steuern? Zum Beispiel formale in Entdeckungen, dass wenn man so schreibt, dass man gar nicht mehr am Ende weiterschreibt, sondern irgendwo mittendrin entsteht also ein Gedanke. Man setzt also den Kommentar oder die nicht den Kommentar, sondern das wird ja Teil des Textes sofort, seine Textweiterentwicklung an die Stelle, wo man gerade Aufmerksamkeit hat. Und was passiert dadurch mit so einem Text? Das sind also für mich sehr, sehr spannende Fragen. Was hat das mit meiner bisherigen Art zu denken? Auch, ich habe das ja auch schon vorher in ähnlicher Weise erlebt und so weiter. Und von daher würde ich also jedenfalls wollen, dass der Kunsttalk, ja, so ein ja, Inkubator ist ein ganz gutes Wort. Es ist für mich nur ein bisschen belastet, weil die Universität hier mit Inkubatoren nur so geschäumt hat. Ah, ja. Also, aber Inkubator ist das richtige Wort. Von der Idee her, also stell dir vor, dass ein Raum, aus diesem Raum entstehen dann die eigentlichen Projekte. Genau. Und aber am besten schreibt Birgit. Was ist der Unterschied zwischen einem Think Tank und einem Inkubator? Ich glaube, da gibt es Überschneidungen. Ne? Ah, okay, gut. Weil Inkubator finde ich immer, kenne ich nur so aus dem, wenn was in Inkubator kommt, im Labor oder so, das ist doch irgendwie so wie so ein Brutkasten, wo da im Reagent, in diesem Tellerchen, dass er schneller wächst und so. Ein Raum, wo etwas entsteht, aber was nicht in dem Raum dann entsteht. Es geht auch nicht darum, dass der Raum entstehen muss, sondern der Raum ist frei, emergent, also ist entropisch sozusagen. Ja, also da ist Bodenordnung auch. Da verdichten sich halt Impulse. So. Nee, da man kann Kontakte knüpfen, also wie zum Beispiel, ich habe da mit dem Godot ein bisschen versucht, Musik irgendwas zu machen, da habe ich ein Video geschnitten, die Birgit macht jetzt da mit dem Andreas das Projekt, wo sie da jetzt gerade von erzählt haben. Ne? Also ein Raum, wo sich Leute treffen und daraus entstehen dann Projekte. Also es geht nicht darum, was ist jetzt der Kunsttalk oder wie kann man jetzt den Kunsttalk vermarkten? Das wäre jetzt so eine Idee, die ich mir denken könnte. Ne? Das war das Zweite, was ich sagen wollte. Man kann nicht sozusagen einfach so reinschlendernd, ne? Wenn man außerdem meinetwegen sagen kann, da könnte ja auch meinetwegen ein ökonomisches Interesse dran anknüpfen oder so etwas, nicht? Also so, und das ist dann natürlich auch noch eine Frage für weiterhin. Nicht? Genau. Es könnte einfach ein Raum sein, wo Leute, und das wäre wieder die Idee,
vom Anfang, die fand ich sehr charmant, beisammen sein. Ne? Mhm. Also, dass man zusammen redet. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass dann am Ende ein Konferenzband entsteht oder weiß der Geier was, eine App, Kunstrock-App oder sonst was, sondern das ist einfach eine Möglichkeit, wo sich Leute treffen, die sowieso irgendwie aus irgendeinem Dunstkreis sich als Attraktor bilden. Und da drin entstehen dann irgendwelche Kooperationen zwischen Teilnehmern und die machen dann irgendwelche Projekte. Allerdings auch innerhalb. Also Birgit hatte jetzt also zusammen sein 4.0 in den Chat geschrieben, so dass man also dieses Beisammensein vom Anfang in einer entwickelteren Form vielleicht ins Auge fassen könnte, nicht? Und dadurch auch gewissen Ehrgeiz hinzufügen, vielleicht, wo ja genau, wobei das dann eben sich noch finden muss, wie der sich entwickelt oder so. Es könnte ja auch ein Raum sein, wo dann so im Kreisverkehr die Leute einfach darüber reden, über die Projekte, die dann entstanden sind. Entweder mit anderen Teilnehmern oder das auch mit Leuten, die vielleicht noch gar nicht am Kunsttalk teilgenommen haben, aber dann irgendwann doch Bock haben. Oder die man auch einladen könnte. Man könnte mal. Also ich finde es auch, ich glaube, dass auch jetzt, weil wir dann ja auch mehrere sind, wir kennen uns ja jetzt gut, wir sind auch sehr etabliert in einer bestimmten Kultur. Vertrauen. Ja, man darf auch mal einen schlechten Scherz machen, ohne dass jetzt einer, jetzt will der mich da irgendwie, ja. Genau, wir sind ja irgendwie schon so, also das mit diesem Inkubator, also mit dem Brutkasten finde ich ganz gut, das ist ja wie so ein warmes Bett, das wir ja schon bereitet haben, also wir machen ja keinen fertig, wir sind schon kritisch, wir stellen auch Fragen und so, wir sind schon so ein bisschen, jetzt nicht auf Krawall gebürstet, aber wollen schon ein bisschen voran machen. Ja. Und das finde ich nämlich auch eine total coole Idee, wie viele tolle Künstler gibt es, die tolle Projekte machen und die auch Schwierigkeiten haben, genau wie wir jetzt irgendwas an den Start zu bekommen. Und die, glaube ich, ganz toll fänden, wenn die einfach, weil das ja auch wie eine Aufmerksamkeit ist, eine Wertschätzung. Genau. Ja, eine Präsentationsfläche, auch wenn es nur zwei Leute gucken. Ja. Genau. Und zumindest gucken ja schon mal vier dann zu oder fünf oder sechs hören auch zu. Ja, genau. Ja. Direkt in der Videokonferenz. Es könnten aber auch Millionen zugucken, ne? Auf YouTube später. Wäre mir echt egal, ey. Ja, aber das wäre ja jedem egal. Ich könnte aber auch die ganze Welt zugucken, theoretisch. Ja, aber die Möglichkeit gehabt. Ne? Ja, gut, aber es stimmt. Es ist öffentlich, ne? Also theoretisch. Ja, manche trauen sich ja da so wenig und haben da so Befürchtungen. Ja, aber das kann man einfach nur durch bestes Beispiel zeigen, dass das natürlich eine gewisse Nonchalance bedarf. Also du musst auch eine gewisse Selbstsicherheit schon haben, um dein... Ich habe mal zu dir gesagt, Birgit, wenn ich das so sehe, aus meiner Perspektive krass gesprochen, wir brauchen Leute, die ihre Fresse in die Kamera halten. Das hat ja bei dir auch so ein bisschen angesprungen, ne? Aber das ist im so wie ich Medien wahrgenommen habe und da drin gearbeitet habe, war das immer die Frage, wessen dummes Gesicht halten wir jetzt in die Kamera? Und wer muss jetzt diesen blöden Text sprechen, ne? Den dann irgendwelche Leute hinter der Kamera eigentlich aufgeschrieben haben. Wir sind ein Unternehmen, das sich vorgenommen hat, die Menschen zu retten vor der Corona-Krise und bla bla. Ne? Wir treten aber auch für die Garderobenfrauen auf, für genau, die Raumpflegerinnen und sonstige... Das ist Missbrauch. Dein Gesicht, deine Person. Ich weiß jetzt auch, warum ich dieses Rendezvous mit der Realität, mit dem, ne? Warum ich das, also diese traumatischen Erlebnisse, warum ich das gerade wieder lese, weil das jedes Mal auch ein kleines Rendezvous mit der Realität ist. Und dann kriegt man ja auch so Rückmeldungen, dass man immer mit dem Füßchen zippelt und zappelt. Und ich muss jetzt wirklich meine Hände festhalten, weil wir leben ja in Corona-Zeiten, da soll man ja... Ich steige auch immer zum Hospitalismus. Genau, man soll ja nicht mit der Hand irgendwie durch die Haare an den Mund, in die Nase, in die Ohren. Ich muss meine Hände jetzt auch so festhalten, ne? Weil das wäre ja alles so unfein. Ja, die Leute zählen ja auch schon bei so einem Talk, wie viele Zigaretten ich rauche. Hast du das mal gelesen?
Ah, nein, das habe ich nicht gesehen. Ja, aber das ist so ein Shitstorm, ne? Der Filterraum raucht in einer Stunde 25 Zigaretten, bla bla, und trinkt Rotwein, Skandal. Ne? Ja, das ist ja durch die Blogosphäre gegangen. Ne? Ja, wenn man das. Da sind wir ja schon entfernt von Therapie. Also den Gesundheitsaspekt erfüllen wir ja nun mal nicht, weil wir ja alle. Daneben, ja. Weil hier geraucht wird und so, das würde ja eine richtige Kunsttherapeutin in Anführungsstrichen erstmal voll unterbinden, dass in ihrem Setting oder in dem, was sie angelegt hat, geraucht wird. Da kann man hinterher rauchen, aber nicht währenddessen. Ich bin ja noch so sozialisiert mit der Gestaltungstherapie, das war vor der Kunsttherapie, da war es untersagt, Kaffee zu trinken. Oh. Weil Kaffee die geistige Aura stört und, oder als Suchtmittel stimuliert und halt beeinflusst und du dann nicht zu dem wahren, wirklichen, seelischen kommst. Das hat mit Kunst natürlich alles gar nichts mehr zu tun. Ne? Ja, das ist ja auch Therapie gewesen. Ja, es gibt ja. Oh. Herr Birgit, du sagst in dem Text, sagst du an einer Stelle, dass du dich beargwöhnt fühlst von eben Leuten, die aus diesem objektivierenden Milieu zwischen Forschung und Therapie kämen. Und das finde ich hier auch nochmal wichtig, dass. Das ist auch, finde ich, sogar ein Thema, wäre vielleicht auch ein Thema, dass man dieser Umgang, diese Erwartungen, die da kommen, ne, und die man dann, also, oder wir als professionelle Erwartungsenttäuscher. Genau. So, ne, und, ja, oder fröhlich scheitern, was war da? Was hat Stefan nochmal geschrieben? Heute bin ich fröhlich gescheitert. Ne? Ja. So, genau, und da dann eben das eben nicht als Negativform, sondern sozusagen als die Positivform gegen dem gegenüber, das andere dann zur Negativform umklappt, nicht? Zu sehen. Nicht? Das finde ich, ist eine lebensnotwendige Wendung, nicht, das zu tun. Mhm. Weil sonst, also fühlt man, also ich, das erste im Internet war, was ich gelernt habe, ich mache einfach drauf los, weil ich will jetzt hier gar nicht die Zuckerseite, sondern ich will einfach machen. Und da bleibe ich einfach unbefangen und fehlertolerant mir selber gegenüber, nicht? Und dabei rausgekommen ist dann zu merken, wie viel verbiesterte Leute da dann rumlaufen, nicht? Und dann wiederum, welche davon da Recht mit haben. Also, und ich finde, das bringt dann mehr Entwicklungs- und Schübe, ja, als wenn man da so sich irgendwelche Sachen, wie heißt das, Latten legt, über die man rüber müsste oder sowas. Ah, ja, nicht? Ja, das ist ja dieser Tanz. Fähnchen hochhalten, oder? Nicht? Ja. Auch so, Hochsprung. Ja. So. Wie heißt denn dieser Tanz in der Karibik? Ach so, und da muss man unten drunter durch, ja genau. Dieser, Lambada oder was? Oder Lambodo. Weiß ich, wie der sich Limbo nennt. Limbo heißt er doch, oder? Limbo, ja, irgendwas Limbo. Mit Limbo. Da muss man noch so in die Knie gehen und so nach hinten recken und dann unter dieser Latte drunter her. Genau. Und dabei rauchst du, trinkst du und hast noch eine Freundin. Entschuldigung. Ich habe einen dicken Bauch, also bei mir, ich werde keine Rekorde erzielen, liebe Freunde. Das kann ich euch schon prophezeien. Also wir tanzen kein Limbo. Nee, da bin ich, also ich bin ja über 50 und habe das meiste meines Lebens hinter mir. Betroffenes Schweigen. Hatten wir im Kunsttalk. Ich hatte so einen Moment Sauerstoffnot. Ja, im Kunsttalk 5, glaube ich, ne? Da hat der Günther hat da irgendwie auch so irgendwas gesagt und so, und dann keiner hat mehr was gesagt und so. Nee, nachdem Godot getanzt hat, da war auch ein Moment Stille, weil alle mussten sich jetzt erstmal wieder erholen, sammeln, überlegen, wie geht man denn jetzt damit um, was war das jetzt eigentlich? Soll ich lachen, weinen, klatschen? Oder sich wehren? Nach dem PayPal-Konto fragen, was ist zu tun? Ja. Und da war der Günther, der es dann, wie ich fand, also der dann rettend als erster sich geäußert hat. Das fand ich ganz gut. Ja, das war es immer noch, genau. Ja. Genau. Aber das ist ja auch so, dass da auch, ich erinnere noch an diesen Kunsttalk,
wo, das ist der letzte, den du, glaube ich, geschnitten hast, Michael. Ja, den, von dem habe ich gerade geredet. Da ja, da ist es, da ist aber so, da gehen die Ebenen so auseinander. Da gibt es, da, also auf verschiedenen Ordnungsebenen wird da eingestiegen. Also vollkommen reflektiert, nochmal hyperreflektiert, dann nochmal so eine Metaebene, dann wieder runter auf so eine pragmatische Ebene. Also da geht es wirklich hoch und runter und durcheinander und quer und links. Und dann sagt Günther irgendwann ja mal, komm, jetzt lass uns erstmal einen Gedanken aufnehmen, und dieser Gedanke kann ja hoch und runter gehen, aber wir nehmen einen Gedanken auf und fahren mit dem mal irgendwie weiter, weil da waren so viele Abstraktionsniveaus in diesem Talk, das war unglaublich, da konnte man kaum folgen. Das, ja, dann hast du ja immer noch irgendeine Trulla, das ist jetzt semantischer Reizmarker, ne? Ich benutze jetzt einen semantischen Reizmarker. Du hast dann noch irgendeine Trulla, die sagt, oh, ich kann mit diesem ganzen philosophischen Quatsch überhaupt nichts anfangen, ich bin völlig überfordert, bla bla, ich habe dazugehört. Aber dann am Ende habe ich mich gefragt, was soll das, bla bla. Und das ist das Interessante für mich, ne? Also die Spannung irgendwie. Wo ist denn hier der Bezug zur Praxis? Ja, genau. Also, tut mir leid, aber da muss ich dann, deshalb sage ich ja auch, Birgit, du bist doof, ne? Und das kann ich aber auch nur, weil wir uns kennen, ne? Also ich vertraue einfach darauf, dass ich so was Plattes einfach sagen darf, ne? Ja, das können dann aber auch nur Leute sagen, die von sich selber ja meinen, dass sie nützliche Vollidioten sind. Genau, nützliche Idioten, richtig. Ja. Ja gut, wir sind, jetzt haben wir das alles schon mal geklärt, jetzt haben wir schon manche Schamgrenzen überschritten, das auch ausgesprochen. Also es soll nicht weitergehen. Wie bitte? Es soll nicht noch schlimmer werden. Ja, wir können ja sagen, also Grip, aber ich finde, das ist ja keine, in dem Sinne, das kann man mal zwischendurch einwerfen als sogenannter Trigger. Aber jetzt kommen wir doch wieder zu der Reflexionsebene. Aha. Wollen wir doch weiter ein bisschen reflektieren. Jetzt reden dann, wir wieder protokollierbar. Genau, um dann so weiterzufahren wie bisher. Reputation, das Stichwort ist dann Reputation. Ne? Also das ist ja auch so ein logischer Widerspruch. Auf der einen Seite tut ihr so, ihr als Künstler, ja, der Künstler muss provozieren und so und was weiß ich hier, das muss schräg rüberkommen. So, dann macht man mit, ne? Und dann wird man direkt wieder gedeckelt, wird gesagt, komm Micha, komm Filterraum, mach mal langsam, werd jetzt nicht zu plump, ne? Und dann denke ich mir, was ist denn plump, ne? Also Pornobilder von Godot oder was? Keine Ahnung, ne? Aber also Entschuldigung, er hat aber als allererster ganz schnell extrem das aufgegriffen, hat dieses pornografische Bild gemalt und hat das sogar noch verkauft. Ja, und das finde ich auch, also das als Performance. Ja. Genau. Ja, war gut. Ja, der war hyperaktiv und super, und auch jetzt, der macht immer noch ist ein Leistungsträger. Auch seine Streits mit Günther, nicht, sind wir nennen wir Legende. Legendär, das, genau. Legendär. Welche Streits mit Günther? Der hat im Chat und im Kunstversteher Dingsbums Gruppe hat er sich mit Günther gerieben. Mhm. Der Godot, ja. Godot, ja. Und da habe ich dann verstanden, wie sehr Godot verstanden hat, was der Kunsttalk macht. Ja. Da habe ich das erste Mal so richtig gemerkt, dass der also auf seine anarchische Szeneartige Weise, nicht, also haargenau trifft. Und das wenig später habe ich das bei Arik auch gemerkt. Ne? Das heißt, dass man da auch vertrauen kann, wenn man da auf die zukommt, dass was wir denken, dass die das raffen. Ne? Ja, total. Ist gut. Fand ich, muss man ihn gerade auch sagen. Sonst hört sich das wirklich für mich auch so an wie: Schön, dass wir wieder alle da sind. Guten Abend. Mein Name ist Michael. Ich bin Alkoholiker. Verstehst du, das ist, oh, meine Güte. Ne? So in einem ganz weinerlichen Ton. So 27.17 als Gemeinderat. Ich würde gerne sehen, dass Anne will. Eine halbe Stunde labern. Ich freue mich, dass die Jugend auch da ist. Ich sag nur Rentnerband.
ja. Ich bin gar nicht berentet. Ich fühle mich gar nicht angesprochen. Das ist ein Stichwort, das hat ja ihr Michael Kabacher, Ad Loki. Ne? Da hat er einen riesen Streit. Du musst die Geschichte einfach kennen. Rentnerband triggert ja eine Geschichte, der Begriff. Okay, Rentnerband. Das ist die Geschichte, wo der Michael Kabacher auf Twitter einen Fight hatte mit dem Klaus Kusanowski. Ja, ja. Ah, ja. Weißt du das noch, Jutta? Ja, ich kann mich erinnern, ja. Ich habe das ja nur aus der Ferne. Das war irgendwie Trialog Marburg, oder? Wo? Doch, da haben wir doch auch drüber gesprochen, Andreas, als wir dann in Marburg waren und der Michael Kabacher war ja dann nicht gekommen. Ja, genau. Und da ging es, und er hatte sich ja so abfällig geäußert über die älteren Teilnehmer. Oder? Ach, das, genau. Aber das war ich glaub, aber das war jetzt nicht, sondern das kam auch aus der Gruppe. Das war hier einer von unseren beiden Megaphilosophen, der das dann nochmal aufs Tapet gebracht hat, weil er war ja gar nicht dabei. Der hat das genau, hat total angeschossen. So volle Kanne. Hat dich das getroffen? Nee, nicht so sehr, weil ich da nachgesucht habe, wo das denn jetzt so gewesen wäre. Mhm. Aber es war sicherlich so, dass auch ich mit dominiert habe. Aber ich fand das dann aber auch in Ordnung. Wobei das dann weiteres Nachdenken gab, haben die anderen gar nicht gemacht. Also haben die anderen auch gemacht. Also es war verzerrter Filter. So, also von daher war ich dann da ganz. Ja, das ist das, wo ich die Jutta sehe. Ich hatte zwei Auftritte, deswegen konnte ich gar nicht anders als dominieren. Aber da sehe ich das, also da so ordne ich für mich ein, das, was die Jutta da hat mit ihrem Film, mit der Subjektivität, mit der Wahrnehmung. Ne? Also was macht das mit mir? Also das noch konkreter zu benennen. Mhm. Letzten Endes kannst du ja nur erzählen, was du wahrgenommen hast. Du kannst ja jetzt keinen Bericht, keinen Universalbericht über den Trialog Marburg abliefern. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe das erlebt, wie gesagt, ich habe da mit der Birgit heute oder gestern, das ist der Punkt, ich rede mit der Birgit über ein Event, wo die Birgit war, und ich rede mit der Jutta, wo die auch da war, und ich rede mit dir, Andreas. Wir können ja alle miteinander sehr offen reden, aber ich höre immer was anderes. Klar, ja. Das ist das Faszinierende. Ja, das ist absolut faszinierend. Das ist für mich das Oberthema. Ja. Für mich ist das Kurosawa, Mord im Spinnwebwald. Genau, wieso? Ja, aber es gibt immer ein Ereignis, auf das ihr euch bezieht, habe ich auch gerade so gedacht. Diese Erinnerung, erinnerst du dich nochmal an Michael Kabacher, als er das gesagt hat mit der Rentnerband und. Und dann habe ich so gedacht, in dem Moment hatte ich auch wieder das Gefühl so, ich war da ja nicht, ich bin ein bisschen ausgeschlossen. Und ich habe dann gedacht, für jemanden, der ganz neu dazu kommt, das ist doch irgendwie, einerseits, wenn er interessiert ist an so einem Tratsch, dann ist es gut, aber es gibt ja auch Leute, die sind da vollkommen uninteressiert dran. Die finden Tratsch ganz entsetzlich. Und die finden solche Sachen, an denen sie, dass ihr darüber sprecht, wo ihr wisst, dass ich nicht dabei war, empfinden das als extrem unhöflich. Das schließt ja aus. Ich kann mich in keiner Form dann einbringen. Und das wäre dann jetzt zum Beispiel, wenn das ein offizieller Kunsttalk wäre, und das wäre jetzt das erste Mal, dass ich im Internet wäre oder bei so einem bei so einer Videokonferenz dabei, hätte ich das Gefühl, wäre das für mich der Moment zu entscheiden, gehe ich da nochmal hin oder nicht. Wenn das nur so eine kurze Anekdote ist, aber sowas ist ja mikropolitisch total heikel, weil das hatten wir gestern auch kurz, Naomi, deswegen habe ich das übrigens mit den Schafen da eingebracht, in diesem Mittwoch, weil es ging ja eigentlich um diesen Herdenbegriff, um das so, dass Christian Strickler das ja mit der Herde raufgebracht hat, und da ist mir dann wieder eingefallen, wieso bringt der das mit der Herde, und dann ist mir das wieder mit der SVP eingefallen, diesen Schafplakaten und so, und dass ich das 2016 genau deswegen gemacht habe, und das ist dieses, dass man dann schon sowas hat wie so eine Herde, so ein Stamm, der sich so bildet, die sich so identifizieren über irgendetwas, sei es nur ein Ereignis oder dass sie irgendetwas gemeinsam kennen. Aber das führt sofort, und da sind wir halt auch
hochsensibilisiert mittlerweile, wir humanen kleinen Menschen, ne? Dass das sofort zu sowas führt wie, und ich gehöre nicht dazu. Ja, aber das ist doch dann ein Grund, dass man miteinander reden kann. Hier ist eine Mücke. Also, ich kenne das nur, die Engel fliegen wieder so tief. Sag mal, Andreas, hast du da irgendwie Thrombosehandschuhe oder was? Nee, das sind meine Mausstulpen. Ich habe einfach jetzt kurzärmeliges Hemd an, ne? Und dann werden mir auf der Maus die Hände kalt. Und dann habe ich aus dem Winter diese Stulpen, die trage ich dann immer. Ja. Ja, das hat ist nichts Medizinisches, sondern einfach angenehmes Lebensgefühl. Ja, mehr genau, so Künstlerisches. Ja. Genau, die sieht super aus. Super. Aber und ich finde auch, es hat noch einen ganz letzten kurzen Satz dazu, was mir denn so von dem, wir sind nicht eine Herde, die irgendwie irgendeinem Hirten hinterherläuft. Also das finde ich nochmal ganz interessant, weil wir haben ja eigentlich, es gibt keine Leitfigur, die hat sich auch nicht in diesen, aus meiner Perspektive, in diesen 14 Kunsttalks hat... Also das ist interessant, das ist echt ein interessanter Punkt, ja. Genau. Ich finde, es gibt keine Leitfigur. Wir sind, es sind alle irgendwo, und dann gab es ja auch so Sequenzen, da hatten schon Kreativbabs und Blatschenka das irgendwie eröffnet und angefangen. Das war eigentlich voll, wie wir das so angedacht hatten. Das hat sich immer so. Ja, und wir hatten, glaube ich, immer genug Neues, Aufregendes, Verstörendes für uns selber. So dass auch dieses Gefühl, man redet über die eigene Vergangenheit, also auch über sich in Vergangenheitsform oder so, das war auch nie, sondern ich glaube, es war immer so, dass also wir diese Rentnerband-Geschichte hatten wir nicht, ne? Das war jedenfalls nicht wirklich. Und das wäre natürlich auch ein Fund, mit dem man dann weiter wuchern kann. Also dieses Insider-Ding, ne? Und da ist aber vielleicht ist eben auch darauf zu achten, dass das nicht einreißt an irgendeiner Stelle. Das wäre eine wichtige Regel. Dass man generell Geschichten erzählt. Also ich fand das auch die Gespräche, so die ich habe, dass man eine Gelegenheit hat mit jemandem, mit dem man gerne spricht, dass man die Gelegenheit hat, auch so Lebensanekdoten zu erzählen, die dann auch thematisch mit dem zusammenhängen, was man dann übergeordnet, jetzt ein bisschen anspruchsvoller irgendwie, ne, gerade vielleicht ein Thema hat, dann, da kommt das Thema und dann sagt man, dazu habe ich eine Anekdote aus meinem Leben. Weil Blatschenka ist ja auch Meisterin, nicht? Ja, die, also das genau. So oft gemacht. Ja. Genau. Und das ist ja der Punkt mit dem Zusammensein, ne? Ja. Also mit diesem Individuellen und das nicht darum geht, so Jutta, was hast du denn jetzt da rausgearbeitet aus deinen psychoanalytischen, gruppendynamischen Internetforen und was weiß ich was, ne? Was kann man daraus jetzt so abgreifen an nützlichen Informationen, sondern da ist die Jutta, ne? Aber das, ich finde das so, gerade wie sich das mir hier darstellt, fände ich das eine super tolle Art, so weiterzumachen. Also dein Bild, Michael, ist so ein bisschen größer. Das wird auch nur vielleicht optisch so. Die anderen beiden sind ja jetzt anders groß. Angeordnet. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, bei 4 ist die Kachel mit 4 gleichberechtigt. Okay. Gut, aber das ist ja auch, können wir dann ja, sehen wir ja hinterher. Was ich nochmal gedacht habe, was ich vollkommen spannend fände, wenn Andreas, Naomi, also und Jutta und ich, wenn wir so dieses Dreiergespann sind, so wie wir jetzt, wie wir dir zuhören, dass wir Einzelne einladen. Und jetzt zum Beispiel würde ich echt das nächste Mal mit Godot anfangen, dass er wie diese Position hat und wir drei wie ihn interviewen würden, wie er diese 14 Kunsttalks erlebt hat. Beziehungsweise ich wollte mich jetzt bewerben als vierte Person. Ach so, kannst du gerne machen. Dann sind wir Quadratur des Kreises. Ist auch super. Und deshalb ist das für mich ja jetzt Kunsttalk 15 schon. Ja. Ja, und dann die ganze Reihe rum, oder wie? Also genau, dann können wir die ganze Reihe einmal rum, das können wir machen, wer da Lust hat. Oder wir könnten auch immer abwechseln, wenn jemand Neues oder jemand anderes. Aber irgendwie wie einen einladen als Special Guest, ne? Mhm. Dann werden aber irgendwie schnell, kommt mir da was durcheinander. Also normalerweise ist so, also man startet und
dann eben die, die dann, also meinetwegen Godot ist dann sowieso da und Babs ist auch da und die hängen sich sofort rein. Er hat eine andere Funktion. Es würde eine, wie ein Kunstdoc, würde es nur um Godot gehen und seine Art von Kunst. Und da müsste er sich nicht irgendwie reindrängen oder sonst irgendwas, sondern er hätte wie den Raum und wie seine Kunst. Also so eine ähnliche Idee hatte ich auch schon. Ja. Okay. Deine Wahrnehmung. Ich würde das so als Sonderausgaben bezeichnen. Ja, genau, wir würden ihm, das ist so Kunsttalk-Spezial, oder? Genau. Ja, Kunsttalk-Spezial, damit auch verstanden wird, was Godots Kunst eigentlich ist. Und dann könnten wir sagen, ey, da hast du das Bild verkauft und dann hast du dies gemacht. Jeder erinnert dir auch noch was und wie er das hat. Weil das ist dann wie, das wäre schon auch wie Verkehrsinsel, bloß wir würden dann den Gast, also jetzt in diesem Fall, ich sage jetzt mal einfach Godot, auf dieses Plateau stellen und ihn wie, ja, mit ihm so dann sprechen. So einen Anlauf hat man ja schon mit dem Erik, ne? War ja, genau. Wobei der sich ja freigerweise hat vertreten lassen. Auf Heide möchte ich mich zurück. Also. Er hat sich vertreten lassen? Wieso war da jemand anders da für ihn? Der Günther. Günther. Ja, es war ganz eindeutig. Günther kam zum Verteidigen. Das war mit dem Porträt, ne? Der hat für die ultrapositive Grunddarstellung gesorgt. Das war auch in Ordnung. Ich habe da auch nichts gegen gehabt. Aber es war schon so, dass da ich nicht Erik, der kann sich sehr wohl äußern. Günther auch. Aber der hat gedacht, er kommt jetzt in so einen Kreis von Avantgardisten, Dadaisten, die ganz wichtig für Kunst, die genannte realistische Malerei vom Tisch wischen. Ja. Und da hat er sich auch von ganz wichtigen Zeitschriften und Portalen. Ja. Nee, das ist hier, Andreas, du hast die Tage gesagt, dass der Stefan, also Stefan ist ja jetzt, ihr wisst, von welchem Stefan ich rede. Beide, ne? Ja. Muss man das jetzt für die Zuschauer dann auch noch reinschreiben? So Blödsinn. Ne? Guerilla-Marketing. Ne? wo du mir erzählt hast, die Story, wo da, erzähl die mal gerade. Achso, ja, der Zürich, nicht? Gab es ja dieses sagenhafte Treffen. Also es gab drei Sachen gleichzeitig, das war auch heldenhaft inszeniert, nicht? Also es gab also Trialog plus Tweet Up plus No Radio Show. Und den Start machte die No Radio Show, wobei die No Radio Show sich also erstmal zerlegt hat. Und dann war aber, also worauf es jetzt hinauslaufen soll, ist, dass ein Nachmittagabend war in Slots aufgeteilt. Und Stefan hatte angefangen, da Leute für zu suchen, die jetzt im Umfang von Tweet Up und Internetaktivitäten und das gleichzeitig im Netz und dann hier und so weiter, nicht, und die das aber auch gewohnt waren, sich da Leute ranzuholen, die das dann bestücken, und hatte da aufgerufen. Und dann war aber so, dass er also tatsächlich eine Reihe attraktive Leute, die er noch nicht mal angesprochen hatte, hatte er schon sozusagen als Teilnehmer gehostet, nicht? Und so dass nachher die auch froh waren, dass sie dabei sein durften. Im Grunde hatte sich dann also da so ein Sog entwickelt. Und da, es war ja, er war ja wirklich unglaublich rührig, wer da alles da war. Sogar die Polizei von Zürich. Ich war da, weil die ein vorbildliches Street Working Programm über Internet am Laufen haben, nicht? Also aber wirklich. Und aber auch Mädchen, die da über Mode, und also es gab wirklich, jeder Slot war belegt, ne? Und das hatte so einen Run nachher gegeben, nicht? Und das war eben dadurch, dass er zunächst also mit fiktiven oder mit halbfiktiven, wie auch immer, so wie ich das wahrgenommen habe, aber das, ich fand das so spannend, dass man, also ich würde ja immer Angst, so eine moralische Scheu haben, aber habe ich seitdem nicht mehr. Nee. Also, aber jetzt stell dir mal vor, wir machen, also ich tue mich jetzt mal einfach zu euch zählen. Ja, sag ruhig wir. Stell mal vor, wir machen das, was ihr eben gesagt habt, mit dem Guest-Star, ne? Die Birgit muss mit ihrem Mann reden. Darf ich noch 10 Minuten, bitte, Schatzi? Komm bitte, Schatzi. 10 Minuten.
Dann 15 Minuten. Bitte 15 Minuten, dann komme ich. Diese Flugzeugeinweis irgendwie so. Komm jetzt sofort. Du hast mir was versprochen heute Abend. Das wäre, also, weil ich habe das ja auch noch nicht gesehen, aber den müssten wir einladen als Gaststar. Die Ehepartner. Nee. Den Stefan einladen als ja, Gaststar. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Mhm. Ja? Das wäre doch mal witzig. Genau, dann würden wir fragen, und was hat das Ganze mit Watzlawick zu tun und dem Festival? Nee, Marketing, Guerilla-Marketing, wie funktioniert das mit dem Internet? Der ist ja nachweislich Internet-Guru, ne? Nein, Medienphilosoph. Ist alles Mögliche. You name it. Medienphilosoph. Ja. Also für mich ist er weiter derjenige geblieben, der damals dieses Millionen-Ding da, wie ist das TV? 100 Millionen. Was? 100 Millionen. Nein, Rebell TV. Rebell TV, ja. 1 Milliarde Euro. Eigentlich macht der Rebell TV auf immer neue Weise weiter und erweitert das über seine Kompetenzen, seine Neugier nahezu maßlos. Aber schärft doch seine theoretische Grundlage dabei. Das ist auch sehr spannend. Und ich finde, diese Videos kann man nicht besser machen. Diese Das ist ein Urgestein in diesem Bereich, also eindeutig. Ne? Der hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Da hat keiner von uns vier. Na, habe ich auch bisher immer nicht geholfen. Aber wenn du einen gerne schreiben würdest, dann wäre ich natürlich nicht dagegen. Ich weiß noch nicht, was ich. Birgit hat den besten Kontaktdraht zu ihm. Kann ich aber fragen, genau. Birgit, du fragst ihn. Ja, das ist kein Problem. Ist das jetzt hier Kunsttalk 15? Das hier ist jetzt Kunsttalk 15. Dann würden wir ihn zu Kunsttalk 16 einladen. Genau. Ja, da müssen wir mal gucken. Der hat ja schon im Twitter und auf YouTube hat er da schon seine ganzen Planungen gestellt. Der hat ja jetzt, so viel habe ich sonst nicht gesehen, dass er schon im Voraus plant. Aber jetzt hat er schon viele Dates angekündigt. Da müssten wir einfach gucken, dass wir dazwischen rutschen. Aber ich würde ihn dann einfach fragen. Der braucht ja da nicht großartig vorzubereiten oder so. Also können wir aber auch gefasst sein, dass er eventuell also mit der großen, kritischen oder widerspenstigen Harke einmal durchgeht und das mit Anarchkonferenz nicht verzögert. Kunst hat ja auch gehört schon. Das mit Kunst, Dada ist das zu Ende. Genau. Entschuldigung, also welcher sonst Wort fand. So, Bühne war fake und was genau. Ja, hab schon alles. Ich habe ziemlich viel von dem. Nicht. Also da können wir auch nicht mit, sondern wir müssten schon dann auch überlegen, wie wir da was ist jetzt angehen. Ne? Was ist jetzt? Ja, no. Das wird schon auch in Kunsttalk-Manier so offen halten. Also wir brauchen da keine Agenda zu schreiben, welche Fragen müssen wir denen stellen oder so. Nee. Das passiert einfach. Aber ich glaube, er bereitet sich, glaube ich, auch vor. Es ist jetzt nicht so, dass er da seine so drauf los. Aber ich glaube, das macht er dann um 19 Uhr noch was? Das ist zu spät. Normalerweise macht er doch immer tagsüber. Ja, also ich kann auch tagsüber. Das muss man Augenblick mal. Ja, Nele? Ja. Aber das müssen wir erstmal abklären. Okay. Wie weit er da. Ja. Also ja, grundsätzlich nochmal zu dieser Idee, also wirklich eine Person einen ganzen Talk zu widmen, die finde ich gut. Und zwar, weil eben dann dieses Gesamtkunstwerk von der Person dann irgendwie sichtbar wird. Ne? Also nicht leider. Zu verzweigt. Also geht gar nicht. Nee. Aber speziell auf Fokus. Ja, ich meine auch jetzt nicht vollständig, sondern ich meine einfach die Verzweigungen, ja, die Verflechtungen. Und deshalb wird das auch Spezial nennen, ne? Ja, Spezial. Und es im Wechsel, das heißt also jetzt nicht jedes Mal, sondern im Wechsel von normal zu Spezial. Also ich würde die Nummern aber durchgehen, ne? Ja. Also Kunsttalk, die Nummerierung geht weiter, nur hinter der Nummerierung gibt es dann auch ein Spezial und da ist dann jemand eingeladen.
Genau. Und ein auf den ist dann der Fokus gelegt. Das heißt, es geht nicht darum, Andreas, dass du uns unheimlich viel erzählst. Naja, mache ich sowieso dauernd. Ich finde das auch, also ich würde das auch begrüßen. Ich finde das ganz interessant. Und dann kann man ja auch mal wirklich, also ich hätte da keine Hemmung. Und dann hätte ich ja auch wie einen Anlass, Künstler irgendwie anzusprechen und würde sagen, guck mal da auf diesem YouTube-Kanal, da gibt es dieses Format. Könntest du dir vorstellen, eine Stunde dazuzukommen? Ich erkläre dir kurz, wir machen das ganz einfach mit Skype oder Zoom, wie auch immer. Und dann machen wir das und dann bereiten wir uns kurz vorher vor, hier in dieser Vierer-Clique, in unserer Quadrille, würden uns kurz vorbereiten und dann wird der kommen und dann würden wir dem halt Fragen stellen und, oder er wird erzählen einfach. Ja. Und wir müssten das auch nicht am Stück so machen und dann wieder zu den normalen zurückgehen, sondern wir können immer mal wieder ein Special machen. Genau. Wie sich das einfach ergibt auch. Ne? Genau. So wenn am Ende nur noch Specials gibt, ist ja auch scheißegal. Hauptsache. Genau. Ich würde ja gerne mal Jonathan Mehlse dazu einladen. Ja. Super. Dirk Becker. Dirk Becker. Ja, traue ich mich nicht ran. Doch. Der ist ja nicht Künstler in dem Sinne. Ja, aber der hat geschrieben, wozu Kunst? Ja, stimmt natürlich, da hast du recht. Also, das wäre spannend. Ja, da hast du schon schnell. Aber da müssen wir uns erstmal so eine Basis, so eine Glaubwürdigkeits- und Relevanzbasis aufbauen. Und die ist, glaube ich, nicht an Zugriffszahlen zu messen, sondern die ist schon wirklich auch an Substanz zu messen. Ja. No. Und dann aber kann man immer zwischendurch was einbringen. Die Frage ist dann, die ich mir noch stellt. Also es soll auf jeden Fall so sein, dass es dann turnusmäßig immer, man weiß genau, in einem gewissen Abstand von 2 Wochen an dem und dem Tag um die Uhrzeit. Oder wäre das auch noch zu diskutieren, dass man das auch noch flexibel hält? Nein, ich glaube, das ist unser, dieses mit dem zweiwöchentlich, mit dem Dienstag, das ist cool. Und wenn jemand an diesem Dienstag nicht kann, dann kann er nicht. Aber dann machen die anderen. Und wir sind ja jetzt dann 4 und wenn dann einer fehlt oder 2 fehlt, kann es trotzdem laufen. Ist kein Problem. Das Format kann so wie durchlaufen. Genau. Ja, das wollte ich auch. Also, schreibt, er hat gerade sein Zimmer neu aufgestellt. Warm, ganz schön. Ich glaube, ich habe ein Informationsdefizit. Michael, also bist du denn entschlossen mitzumachen? Ja. Ja, hat er gerade gedacht. Genau. Ja, okay. Ich habe auch so laut, also in einem so schrillen Ton gejubelt, dass man das schon wieder nicht mehr hören konnte. Doch, wenn das so ist, also ich kenne ja euch und ich weiß, worum es geht, bin ja in der Materie drin. Doch, das wird mir schon Spaß machen. Schön. Ja. Schön, sehr schön. Ja. Aber ich muss allerdings jetzt einmal gleich um die Ecke und meiner Tochter beim Fernsehen helfen, weil die will einen Krimi gucken, hat mich schon angemahnt, weil der sicherlich sehr spannend wird. Und da musst du ein Händchen halten. Ja, so ungefähr, also auf Abstand. Aber, ja. Also, aber das ist doch. Ich finde das cool, super, dass wir jetzt irgendwie noch zu sowas gekommen sind. Also für mich ist es jetzt greifbar und klar und zufrieden bin ich und alles. Ja. Ich hab nur eine Frage, das von wegen weiterzuarbeiten. Das ist also, wie verändern wir das Setting, dass wir also keine Regeln brauchen, damit das auf dieses 4.0 hinausläuft, ne? Sozusagen, dass eben so die Sachen, wo wir gesagt haben, das fänden wir blöd, das ist aber auch irgendwie nicht gekommen, aber und dann, ob wir da in irgendeiner Form darauf achten sollten, können, müssen, das fände ich nochmal interessant für mich zu besprechen. Da kann man aber auch aus der Corona-Krise jetzt lernen, ne? Also wir lernen ja jetzt irgendwie, dass immer abends so im Fernsehen irgendwas proklamiert wird, tagsüber über das Internet und so. Das heißt, die Leute haben schon ganz schnell festgestellt, wir haben keine Ahnung und das entwickelt sich. Und wir werden sehen, was morgen ist, was in 2 Wochen ist und so. Ja, okay, dann so weiter, ist auch gut. Ja, also ist auch sehr gut. Ja, cool. Ja, ganz kurz, ich habe noch eine Frage, diese Mücke, das ist ja schrecklich. Wann wäre denn dann der erste Dienstag, wann wir das machen? Nach Ostern oder dann die Woche danach?
Sag mal eben hier. Aber das jetzt ist ja jetzt schon Kunstdock 15, ne? Ja, den laden wir hoch. Dann ist wird ja auch so hochgeladen? Alt, ja, das ja, klar, ach, ja. Das ist ja aufgezeichnet. Ja, klar, haben wir den aufgezeichnet. Ja, jetzt. Habe ich am Anfang gesagt. Habe ich nicht mitgekriegt. Also, später also, ich habe da überhaupt nicht mitgekriegt. Jetzt gerecht. Sag jetzt bloß das nicht, du Problem, Jutta, du bist überstimmt. Drei gegen eins. Ja, ich merke das. Jetzt ja. Kein Zurück mehr, das ist jetzt Kunst. Genau. Okay, gut. Ja, wir können ja dann untereinander irgendwie, also mir ist das wurscht. Aber ihr wollt das auf jeden Fall Dienstag, ne? Dienstag hat sich bisher als bestens herausgestellt, genau. Ja, ich finde, also, Dienstag 19 Uhr, das war eine knackige Zeit ja, und dann waren wir 20 Uhr fertig. Auch mit den Sendefrequenzen gab es da nicht so viel, weil viele sind dann ja auch irgendwie am Abendbrot essen oder Vorbereitung ja. Zur Dings. Auf jeden Fall war das Netz auch stabil. Ja, dann gibt es auch noch zwei Sachen. Also erstmal war noch offen, so wie ich das gehört habe, ob man sich vorher eine halbe Stunde vorher noch trifft ohne Aufzeichnung. Aha. Da hast du jetzt ein Informationsdefizit. Das haben wir inzwischen abgehängt. Ja, das habe ich auch dann mitgekriegt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon durchgedrungen ist bei der Masse der Teilnehmer. Ich muss allerdings bei Dienstag, dem 14. noch antesten, weil das ist genau mein Geburtstag. Oh. Ob das sozusagen. Das wäre aber auch ein Thema. Ne? 14. April. Also haben wir keine Gäste Andreas haben können. Peschka, dein Geburtstag. Genau, das wäre ein super Thema. Erzähl mal eine Stunde lang dein Lebenskunstwerk. Wäre super. Ey, mit 66, der wird ja 66. Ja, du bist jünger als ich. Hallo. Ein bisschen. 54. Ja, ich kriege Rente. Ich sage nicht, wie viel. Als ich den Bescheid las, wusste ich in Sekunden, ich bin Millionär. Ja. Fragt sich nur, in was? Und dann noch diese Erhöhungen, die da immer kommen, mein Gott, ja. Na, ey, also Leute, irgendwann werde ich vielleicht betteln bei euch oder so. Keine Ahnung. Nee, wir fangen also, toi. Bilder von dir. Okay. Egal, jetzt muss ich meiner Tochter am Fernsehen assistieren. Also wir schreiben untereinander irgendwie, aber freue mich, wir sind eine sowas von sprachgewandte, ineinander verknotete, schnell lösbare Schleifenbindung, sonst was Gemeinschaft. Ich bin total fertig mit euch. So, tschüss. Tschüss. Ohne Ostern, falls wir uns wiedersehen. Ciao. Tschüss.